Wir befinden uns auf der L1204, der Verbindungsstraße zwischen Ostfildern und Scharnhausen und Neuhausen. Wir wurden gegen 2 Uhr zu dem Verkehrsunfall Stufe 2 alarmiert. Das bedeutet 2 verunfallte Fahrzeuge mit 2 angeklemmten Personen. Anfangs war die Lage etwas unklar. Als die ersten Kräfte vor Ort eingetroffen sind, fanden sie die Lage vor, dass 2 Fahrzeuge, ein Kleintransporter und ein Pkw, offensichtlich zusammengestoßen waren, auf der Fahrbahn zum Stehen gekommen waren. Und in jedem Fahrzeug war eine Person eingeklemmt, beziehungsweise in dem Kleintransporter. Die Person war lediglich eingeschlossen, konnte sich nicht mehr selbst befreien. Die Person im Pkw war eingeklemmt. Die Rettung ging relativ zügig über die Bühne. In 20 Minuten war der Fahrer des Kleintransporters befreit. Die Person im Pkw war nach ca. 30 Minuten gerettet. Die verlief eigentlich für die Feuerwehr relativ überschaubar, ohne Probleme. Die Fahrzeuge waren jetzt nicht so verkeilt oder nah aufeinander, dass das die Rettung behindert hätte. Man hat entsprechend Kräfte vorgehalten und es war ein Einsatzmittel hier, dass man dann parallel die Maßnahmen aufnehmen konnten und mit hydraulischem Rettungsgerät die beiden Personen befreien bzw. retten konnte. Ist schon relativ selten in der Mai, also von der Statistik her, ist nur eine Person, jetzt haben wir hier mal 2. Aber ich würde mal sagen, das ist jetzt nichts Unalltägliches. Wenn man entsprechend die Kräfte angesetzt hat, kann man das auch sauber abarbeiten. Die Feuerwehr Ostfildern ist mit 29 Mann und 6 Fahrzeugen vor Ort. Während den Ermittlungsarbeiten der Polizei zur Unfallursache bleiben wir so lange hier, bis die Polizei vonnöten hält, die Einsatzstelle auszuleuchten. Dann wird noch weiterhin der Brandschutz sichergestellt und es werden noch Sicherungsmaßnahmen in Fahrzeugen vorgenommen, zum Beispiel Batterien abgeklemmt, damit da die Brandgefahr oder die Gefahr eines Kurzschlusses und damit das Entzünden eines Brandes ausgeschlossen werden kann. Es liegt ein Feldhase auf der Fahrbahn. Vermutlich ist der irgendwie in diesen Unfall beteiligt oder reingezogen worden. Ob das jetzt der Auslöser war, muss die Polizei in der Folge ermitteln. Auf alle Fälle ist schon auch noch ein überfahrener Hase auf der Fahrbahn vorgefunden worden. Wir sind dann schon ab und an draußen, aber es ist nicht als Unfallschwerpunkt in Ostfildern bekannt. Wir sind alarmiert worden zum schweren Verkehrsunfall. 2 Fahrzeuge frontal zusammengestoßen. An der Einsatzstelle hat sich herausgestellt, es ist ein Pkw und ein Transporter. Vor Ort war die Situation, beide Fahrer waren eingeklemmt, wurden durch die Feuerwehr entsprechend gerettet und durch den Rettungsdienst versorgt. Wir sind insgesamt mit 8 Einsatzkräften hier vor Ort, inklusive Notarzt, mit 4 Einsatzfahrzeugen. Wildwechsel ist vor allem im Frühjahr und im Herbst, vor allem in der Morgendämmerung und Abenddämmerung, sehr, sehr gefährlich, ne, weil das Wild vor allem da eben aus dem Wald rauskommt. Auch unbedingt an Straßen aufpassen, die vielleicht neu sind, weil das Wild dann unter Umständen diese Straßen eben auch noch nicht kennt. Von der Geschwindigkeit her sollte man natürlich die Geschwindigkeit anpassen, auf Gefahrzeichen achten. Es wird ja ganz speziell dann an gefährlichen Stellen vor Wildwechsel gewarnt über diese Gefahrzeichen. Achtung, Wildwechsel. Ich empfehle immer eine Geschwindigkeit von ca. 60 km/h, weil da eben der Bremsweg, dementsprechend auch der Anhalteweg, noch so ist, dass man es vielleicht noch stemmen kann. Ja, grundsätzlich gilt immer, gerade vor allem auch bei größerem Wild, muss man immer darauf achten, dass man das Lenkrad wirklich festhält, gerade hält. Bitte nicht auf die Idee kommen, auszuweichen, weil da kommt man dann doch häufig dann in die Problematik rein, dass man ins Schlingern kommt und man die Kontrolle über das Fahrzeug verliert. Wenn möglich, bremsen. Na, klar, viele fragen dann immer, was ist jetzt, wenn mein Hintermann mir hinten drauf fährt? Der sollte natürlich auch so viel Abstand halten, dass es da eben nicht zum Auffahrunfall kommt. Das heißt natürlich auch für diejenigen, die hinterherfahren, gerade bei Dunkelheit immer auf einen ausreichenden, vielleicht sogar einen etwas größeren Sicherheitsabstand achten, falls der Vordermann wegen Wild bremsen muss, dass wir da eben nicht hinten reinfahren. Und ansonsten Lenkrad gerade halten, wenn möglich bremsen, auf gar keinen Fall ausweichen. Grundsätzlich gilt vor allem bei allem, was unter die Stoßstange passt, das heißt Eichhörnchen, Hasen, sollte man nicht bremsen. Das hört sich jetzt ein bisschen gemein an, es ist aber tatsächlich so. Aber vor allem bei größerem Wild, Rehe oder Wildschweine, unbedingt versuchen zu bremsen. Sonst fühlt sich das an, als ob man geradewegs auf eine Wand zufährt.